Und die dummen Muscheln, ich weiß nicht, was kann man mit denen überhaupt noch? Erdöpfe jetzt da auch noch. Es wäre jetzt echt noch cool, wenn wir noch die vernünftige Zeit zu dem Ding würde kommen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ist wieder das Mikrofon am Marlboro-Ding unten. Durst, Durst. Ja, gar keinen Platz drin. Was hast du denn so gross? Das ist ja alles voll. Ah, der Schenkel ist drüber hier. Gar so keinen Platz. Ich dachte, du hast geklaut. Nein. Ich klaue eigentlich nie, aber sie bringen immer. Das ist eine Tragödie. Ich muss wieder, ich muss noch mehr fischen, das Problem ist. Was willst du mit Fischen eigentlich? Ich muss kochen. Wir haben hier hungrige Mühler am Start. Okay. Eigentlich bist du aus. Mhm. Hast du schon zwei so Flaschen gefunden? Willst du nicht einmal aufstellen? Findest du die nicht schön? Ich habe das noch nicht gemacht. Ja, kannst du jetzt kochen? Hast du das herausgefunden mit diesem Rezept? Ich bin super. Was war der Fehler? Es ist noch nicht mehr. Nein. Es stimmt irgendwie schon nicht so ganz. Aha. Aber wahrscheinlich kann ich schon. Lodo, unser nächstes Ziel. So cool. Was hast du da für Rostzeug da hier, da? Härtöpfel? In der gekochten Futterkiste hast du Härtöpfel hier, da? Also, ich tue einfach mein Essen tue in deine zwei Essenskisten. Du hast zwei Essenskisten, du musst sicher nicht noch reklamieren. Ich denke das gerade. Ehrlich schon mal von meiner feinen Gemüsesuppe etwas gehabt. Nein, ich traue mich nicht so recht, etwas zu nehmen. Nicht aus den Kochkünsten gründen, sondern weil du ja so auf das Zeug schaust wie ein Heftchenmacher. Das ist nicht, dass du essen darfst. Du darfst es einfach mal anschauen. Zwei Paddel sind schon zu Grund gegangen. Ich tue wieder Paddeln, weißt du? Aha. Ich mache mir noch eins. Kunststoff. Und Seile. Wobei es sieht gut aus, ich muss gar nicht paddeln. Wart, unsere Abenteuer beginnen jetzt richtig. Noch richtiger. Noch richtiger. Vectors. Das ist jetzt auch das erste Ort, wo man nicht einfach überall her kann, sondern wo man wirklich muss so find das, damit das kannst und so. Du bist noch ein ganz frecher Sieg. Zumindest vor meinen Augen einfach da das angreifen. Das heisst aber auch,
dass wir abernten müssen. Das heisst aber auch, dass ich wieder verdorsten. Dann sind wir schon dort. Mhm. Jetzt geht mir fast ein bisschen schnell im Moment. Ich könnte noch ein bisschen auf die Füße gehen. So, Anker. Wenn ich ihn finde. Findest du ihn aber auch nicht. Wir haben das Puff einfach, es ist so. Also komm, wir gehen schlafen. Nachher müssen wir ins... Halt, ich verhungere. Jetzt gehen wir Suppe essen. Kann ich auch mal... Ich wollte jetzt auch mal etwas gekocht essen. Ich ja, okay, ich nicht. Eine Suppe. Warum du nicht? Weil du mir gerade vor der Nase ein Ding aufgemacht hast. Schau jetzt, also es ist so. Also jetzt gehen wir schlafen, komm. Was doch, ja sag ich. Die Suppe? So viel geht die nicht her. Also komm schnell. Hast du es mal erforscht, ob das mehr hergibt als ich liege auf die Britsche wieder? Warte, ich habe so viel Bulli und Haifischfleisch gehabt, ich habe nie etwas gekocht. Nie. Nie. Ich habe das Ding erst jetzt erfunden, einfach aus Langweile. Also, lass es schnell zu. Jetzt tun wir es schnell voll trinken. Und dann Flaschen auffüllen. Und mit Essen vorbereiten. Und jetzt bitte versucht, das Inventar möglichst zu leeren, weil auf dem Schiff werden wir viel Zeug finden. Mhm. Einfach kein unnötiges Zeug mitnehmen. Also warte, dann da. Aber den Grill kann man schon bestücken, oder? Das ist kein Problem. Den Grill kannst du bestücken, da passiert nichts, ja. Aber sonst möglichst wirklich den Pfeilwagen dabei haben. Pfeile dabei haben. Und theoretisch nicht einmal. Also idealerweise hätten wir nicht einmal den Abbauhammer und so dabei. Oder den Schiffsbauhammer, weil du es eigentlich nicht brauchst. Später braucht man dann tatsächlich auch noch ein paar Sachen. Die wir jetzt aber nicht, noch nicht brauchen. Also später braucht man zum Beispiel das Schmetterlingsnetz oder eben die Waffe, um ein Ding einzufahren, ein Tier. Dann hast du deine Flasche voll und bist du auch voll. Nein, du bist leer, du verdorstest jetzt gerade. Du noch trinken und die Flasche wieder füllen, damit wir möglichst lang können auf dem Schiff bleiben. Ja, ich muss wieder noch am Ohr. Ja, jetzt, weißt du, es wird schnell wieder dunkel. Und im Dunkeln sehen wir wirklich auf dem Schiff nichts. Darum müssten wir jetzt dringend gehen. Komm, nicht basteln jetzt wirklich. Ja, ich tue es einfach da über. Also trink und füll deine Flasche. Trinken. Das Essen hast du dabei? Ah. Nimm etwas mit. Also Barschen. Also, gehen wir. So, jetzt würde ich den Pfeilbogen für ihn nehmen. Pfeile nimmt er automatisch. Bitte? Pfeile nimmt er automatisch. Genau. Schrott und so, Schrott könnte man nehmen. Etwas anderes als Schrott würde ich nicht nehmen. Also zum Beispiel Plastik sicher nicht. Schrott ist schon noch relativ wichtig. Siehst du jetzt hier zum Beispiel. Wo bist du bei mir? Da ist eine Notiz auf dem Tisch. Das gibt wieder einen Hinweis für ein Tagebuch. Und dann muss man relativ gut aufpassen, weil die Teile, die es wirklich braucht, zum Beispiel die Brechstangen, die ich jetzt genommen habe, die sehen nämlich einfach gleich aus wie die anderen Sachen. Und jetzt alles, was so leuchtet, wie zum Beispiel das, da kannst du davon ausgehen, das musst du benutzen oder so.
Jetzt haben wir ja Brechstangen gefunden, die können wir jetzt hier benutzen. Das ist noch nicht so ein schweres Rätsel sein. Das war jetzt so eine Ratte, die wir verschießen müssen. Da kannst du mir das also durchaus ruhig. Siehst du jetzt hier zum Beispiel, jetzt ein Schloss benötigt einen Bolzenschneider. Das heisst, irgendwo werden wir einen Bolzenschneider finden und müssen mit dem das auftun. Da wie gesagt, Plastik auf keinen Fall nehmen, das ist schade. Aber die Kästen sind zum Beispiel extrem wichtig, da kommt so Schrott und alles Mögliche für. Also wir werden wahrscheinlich müssen abladen zu verschieben. Das ist, ich bin jetzt schon wieder fast voll, obwohl ich leer war. Also bis auf das Schloss haben wir alles. Benötigt einen blauen Schlüssel, haben wir auch nicht, oder? So in dieser Art. Na oh, jetzt ist gut. Was das jetzt denkt. Da benötigt. Nein, da benötigt nichts. Plastik. Da jetzt zum Beispiel ein roter Schlüssel habe ich jetzt aufgenommen. Plastik nehmen wir nicht. Du bist der falsche Weg, nein. Da war der rote Schlüssel, den du hast. Ah, der ist jetzt gegangen. Da haben wir immer beide. Wo bist du weitergelaufen? Das Teil habe ich aufgenommen. Ja. Ein Paradies. Du. Den Bolzenschneider habe ich jetzt gefunden. Da brauchen wir den 5 mechanischen Teil. Da brauchen wir elektrische Leitungen, Anzünder, Gastank und Kugeln. Das finden wir alles noch auf dem Schiff. Gehen wir mal zurück. Ah, was ist das da? So ein Hammer, aber... ja, aber eben, dort benötigst du Zeug, siehst du? Das steht ja, was du benötigst für das. Also das sind dann weitere Rätsel quasi. Und wir müssen die Sachen zuerst finden, was sie dir jetzt sagen. Das haben wir also nicht. Jetzt gehen wir zurück mit dem Bolzenschneider, gehen ein Ding auftun. Genau. Und dann den blauen Schlüssel haben wir noch nicht. Nein. So, jetzt können wir den benutzen. Und finden einen blauen Schlüssel. Und einen Hinweis. Benutzen einen blauen Schlüssel. So, und jetzt kommen wir nämlich ins Schiff rein. Da hat es sicher auch Ratten, Achtung. Ich weiss, mit der Stirnlampe. Ja, ja. Wahrscheinlich hat man sie für das. Jetzt da müssen wir einfach aufpassen, das Schiff ist wirklich gross. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir halt wirklich uns ein bisschen merken, wo sind wir schon gewesen. Und da jetzt wieder so ein mechanisches Teil. Da unten hat es auch eins. Wie viel haben wir jetzt schon? Drei. Drei, ja. Gibt auch noch etwas im Boden, das ist nur eine Gockibüchse, ja. Da sind wir reingekommen. Und jetzt können wir da, glaube ich, also außen geht ja auch noch steiger rauf, aber wir bleiben jetzt erstmal da innen, weil du kannst nämlich, glaube ich, von außen nicht rein, weil die Türen von außen beschlossen, also von innen beschlossen sind. Das ist noch eine Kugel. Ja, nehmen. Kugel brauchen wir. Wo ist die gewesen? Da, hinter der Theke, oder? Auf der Theke. Du siehst zwei Augen sehen. Mehr als eins, oder wie heisst es? Das ist nur Plastik. Das ist nur Plastik, ja. Da geht es noch einen Stock weiter rauf, aber wir bleiben erstmal auf dem Stock, würde ich sagen. Das ist Kunststoff. Da leuchtet nichts. He. Manchmal kann man, wenn man über die Schränke fährt mit dem Pfeili, zu es auch noch, zeigt es einem, jo,
als man Kästchen kauft mit E oder so, aber da jetzt nicht. Nochmal Kunststoff. Wo bist du jetzt? Weiter und dann ins Zimmer rein. Nein, ich bin retour. Matos, sind wir von unten gekommen, ja? Bist du jetzt nicht bei mir? Nein. Mal. Da. Jetzt haben wir das aber, jetzt kommt man eins rauf, oder? Nein, wir haben es noch nicht. Da hinten ist noch weit. Mehrere Zimmer. Da ist zum Beispiel ein Tresor. Für diesen Tresor brauchen wir einen vierstelligen Code. Oh, eine Ratte, hilft mir. Deine Pilbogenkünste brauchen. Wo bist du? In diesem Zimmer. Wir sollten eigentlich schon ein bisschen zusammenbleiben auf dem Schiff. Ja, ja, nicht dort. Eben da brauchen wir einen Code, da müssen wir das nicht unbedingt her. Da ist nichts. Hier hinten haben wir Schrott. Wieder ein Maschinenteil. Da hat es Bolzen drin, mehrere. Wie viele haben wir jetzt schon? Vier so Teile. He? Ja, ich glaube, jetzt können wir zurück. Die Tür geht nicht auf. Die haben wir aufgemacht. Die geht auch nicht auf. Dann müssen wir jetzt einen Stock rauf. He? Wie sieht es aus? Hast du Trinken dabei, gell? Da geht es dann wieder rauf, aber da gehen wir jetzt noch nicht, weil die geht es erstens mal zum Captain und zweitens mal, eben, sollte man glaube ich schon Stockwerk für Stockwerk machen. He. Jetzt kann man vielleicht die Türen auftun. Dann sind die nämlich offen, dann kann man in Zukunft auch von außen da rein, wobei wir müssen auch nicht mehr von außen da rein, aber offen ist offen. Benötigt eine Schlüsselkarte, die haben wir auch noch nicht. Tschüss, von der anderen Seite verschlossen. Jetzt haben wir aber 5 mechanische Teile. Ja. Mit der vierstelligen Gold hast du. Habe ich den gefunden? Ja. Ah, okay. Da auf der anderen Seite, da ist sowieso auch nur von außen. Also, dort können wir jetzt. Wir können noch schnell schauen. Ich glaube fast nicht, wo bist du her? Ich bin hier oben, ich bin in so einer Galerie. Ah, okay. Ich oben an der Bar. Komm mal schnell schauen, ich stehe gerade hinter dir. Wenn wir da jetzt noch raufgehen, wenn ich mich nicht, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist da oben. Ah nein, da ist auch noch Zeug. Da geht es noch. Ja, okay, mal da ist auch noch gut. Rot. Hoppla. Ja, wo bist du? Man kann diesen Dingen schön ausweichen eigentlich. Dann gehe ich wieder weg. Die Stegen auf. Er ist schon tot. Schau, jetzt haben wir die Schlüsselkarte auch noch. Schlüsselkarte auch noch. Benötigt einen Wagenheber, den haben wir noch nicht. He? Kann man schnell etwas schauen. Da brauchen wir eben einen Wagenheber. Schauen wir schnell jetzt vorne, geht es dann noch ganz rauf. Und da stehen wir dann vor der Tür vom Captain. Und die ist zu und die müssen wir aufsprengen. Also mit all diesen Rätseln, die wir lösen, können wir am Schluss eine Bombe machen. Und da oben müssen wir dann die Bombe platzieren. Also da, da können wir im Moment noch nicht weiter, wenn wir die Teile brauchen. Aber eben jetzt haben wir ja die Schlüsselkarte. Und. Woher gehst du? Ich bin wieder runter. Ja, es wird immer dunkler. He? Hast du Licht hier ausschaut? Mal. Mal, du hast recht.
So, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ich weiß nicht, wo das war. Da, die Schlüsselkarte, die haben wir jetzt gut. Was bekommen wir da? Grüne Schlüssel. Und. Ja, sonst nichts. He? Wo war denn das? Der war nicht da, he? Mit dem Code und so. Noch eins weiter runter. Oder weiter vorne. Da ist die. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen feister. Wo geht es wieder? Hell. Noch weiter runter. Da geht es noch rauf. Oh, ich sehe nichts. Da geht es runter. Hast du noch Essen und Trinken? Ja. Also ist es eigentlich am 19. Wegen dieser Stirnlampe habe ich mit Ihnen dabei. Mal. Aber ich habe keine Batterie dabei. Wo ist die unter was? Da ist auch keine Batterie dabei. Nein. Die ist unter Ausrüstung da bei der Taucherbrille. Wo bist du zusammen? Ja, in einem Raum. Ich suche eigentlich noch nach dem Tresor. Das haben wir noch gefunden. Wir haben den vierstelligen Code. Den grünen Schlüssel. Ehrlich gesagt, das Aufnahmegerät habe ich glaube nie gebraucht. Da ist ein Tresor. Elektrische Leitung. Jetzt könnte man noch eins unten dran mit unseren fünf. Ja, im Keller unten. He. Teile. Bis gehen machen. Was haben wir denn noch? Haben wir nicht schon noch etwas? Da geht es nur rauf. Da geht es runter. Ich weiß nicht, ob ich die falsche Richtung oder nicht. Ich glaube, ich gehe die falsche Richtung. Nein, ist gut. He. Benutzen für ein mechanisches Teil. Jetzt haben wir einen Wagenheber hergestellt. Jetzt können wir wieder rauf. Der Wagenheber war ziemlich weit oben gewesen, dort, wo du weißt, wo so eine Wagen vor der Tür steht. Mhm. Müssen wir die aber mal abwerfen, oder? Ja, ich habe noch ein bisschen Platz im Moment. Wie viel Futter hast du denn dabei? Erstens mal habe ich Herdöpfel gefunden, gekochte, und zweitens mal habe ich einige. Also hast du noch etwas, oder? Ich habe noch einen Fisch, aber einen kleinen Kett zu trinken. Ja, also ich habe noch Ding. Also zu trinken kann ich auch nicht viel, das ist ja so. Habe ich jetzt noch ein. Also ich bin fast voll, aber habe noch einen Schluck nachher. Ich auch, ja. Und zu essen hätte ich auch noch genug, aber sonst gehen wir aufs Schiff zurück, wenn es dann. Ist jetzt schon ein bisschen heller da langsam, nicht? He? Mhm. Super. Wo bist du rauf? Ja, rauf. Der Wagenheber war auch irgendwo oben. Gewesen. Ich gehe da noch eins weiter rauf. Wie viele Pfeile hast du noch? 23. Lass dich mal auflesen da. Ich glaube, es ist da gerade noch eins rauf, wenn ich mich nicht täusche.
Nein, wenn ich mich doch täuscht. Nein, da siehst du, da ist das Ding. Die versperrte Tür, die wir jetzt wegmachen können. Was hast du bekommen? Irgendetwas? Nur. Nichts? So Zeug. Nur so Zeug. Aber es kann doch nicht sein, dass wir da rein haben können. Ah, da geht es noch weiter. Ja, es geht ja nichts verwünscht. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir da rein haben müssen mit dem Wagenheber. Ohne dass wir irgendwie etwas. Dass das nötig wäre. Der kleine grüne Schlüssel haben wir da schon immer gehabt. Ja. Grüner Schlüssel. Sicher. Irgendetwas haben wir übersehen. Das ist nicht. Irgendetwas haben wir noch nicht genommen oder so. Oder wir haben den grünen Schlüssel bekommen. Egal, es wird hell. Bist du einer? Ja, mal raus. Jetzt, ich weiß nicht, ich bin da früher mal aufgekommen, aber weiß gar nicht, ob das einfach. Ja, da hat es noch einen Stock weiter, wo wir noch nicht geräumt haben. So ist es. Komm wieder runter. Irgendwo geht es da noch einen Stock rauf, wo wir noch nicht. Du musst schon davor rennen und so, du kannst nicht einfach bleiben stehen. Also später kann man dann noch Bären und so, da kannst du einfach bleiben stehen. Also jetzt, da geht es irgendwo noch einen Stock hoch, wo wir noch nicht waren. Wo wir vielleicht nicht haben können vorhin, wegen dem. Da. Da sind wir einfach schlicht noch nicht gewesen. Benutzen ein grüner Schlüssel, siehst du. Ja. Achtung. Da jagen noch einen rein. Anzünder. Nochmal eine Kiste mit Zeug. Was fehlt uns denn noch? Wir haben den Anzünder, die elektrische Leitung. Haben wir eigentlich jetzt alles für die Bombe? Könnte ein paar sein. Ich glaube, jetzt müssten wir wieder ganz runter. Ganz runter zu dem, zum Anfang. Jetzt wollen wir mit dem Schiff. Nein, das reicht. Futter habe ich dir. Brauchst du Futter? Nein, noch Fisch. Also ganz runter. Bevor es dir dunkel wird. Ich kann helfen. Hoppla, jetzt müsste ich mich lecken. Du, wie lange lebt er? Hast du mehr in dir? Ja, ich weiß nicht, was ich machen muss. Tragen. Ich muss den tragen. Finde ein Bett. Ja, super. Cool. Mich heim. Trag mich heim. Finde ein Bett.